Hallo, das ist Full of Games und jetzt willkommen zum PBA-Spieltag gegen die Gelates Toreros. Ja, tatsächlich richtig krass. Oder gegen den Shatterik ist es einfacher. Ja, und er hat ein super, super threateninges Team und einen der offensivsten Drachen, die man einfach so finden kann. Und das ist Botalanda. Und der ist scary, das auf jeden Fall. Wir haben natürlich in unserem Team ein paar Wege, wie wir dem sehen können. So Ditto könnten wir den rein natürlich kopieren. Deswegen sehe ich auch nicht ein Drachentanz-Set eigentlich, weil... Wenn er halt einen Drachentanz rauszieht, sieht sich mal sein Team an. Er mag einen Wutanfall auch nicht wirklich, vor allem wenn er auf Plus 1 ist, dementsprechend. Ja, I don't know. Tarkium ist auch ziemlich stark, ist ja Black and White bekannt dafür, dass er reinböllert. Aber wir haben einen der Black and White guten, besten Checks eigentlich, das ist Land of T, was recht nice ist. Dann hat er Echner Toll, der ist natürlich recht bulky, muss man aufpassen. Dann hat er Empoleon, der ist immer in jedem Draft-Meter immer super solide, eines der besten, was kann ich immer empfehlen. Meluetta, oh, den wollte ich haben. Ich wollte Meluetta picken, ich finde Meluetta cool. Wisst ihr, in wie vielen Drafts ich mir gedacht habe, ich möchte Meluetta haben und ich habe es nie bekommen und es hat oder nie reingepasst. Und dann hätte es sogar in diesem Draft hier reingepasst, aber nein, dann sagt der mir hier Meluetta. Ich habe die Krise bekommen. Aber ja, Meluetta. Dann hat er das Kryogonal oder... ja, die Eisflocke, die Schneeflocke. Der hat auch einen deutschen Namen. Ganz sicherlich. Mir fällt er nur gerade nicht ein. Dann hat der Electivire. Der ist natürlich. Ja, der hat halt gute Tech-Moves, aber ist halt ein bisschen weak. Diese ganzen Moves und Eispunch 75 Stärke ist halt auch nicht. Das war auch vom einen. Ja, ist halt ein bisschen schwierig. Dann hat er das schöne Morlord. Der ist natürlich echt bulky und kann was tanken. Ob er den mitnimmt, weiß ich nicht, aber der ist auf jeden Fall bulky. Dann hat er Serpent Royal, der hat natürlich noch nicht die Umkehrungsfähigkeit, das heißt Blättersturm macht minus 2 statt plus 2. Dementsprechend, der ist ein bisschen mehr. Er hat Smogmog, der ist halt bulky, auf den muss man sich mehr preppen, der ist halt auch gut gegen Leno. Und als letztes Mondflamara. Und wir gucken uns einfach mal an, was ich mir überlegt habe, was ist denn so in meinem Team. Ich habe überlegt, wir spielen Scarf, Leno, T. Weil er ist halt nice, um Terrakium zu revengen. Auch Salamence Intimidate ist auf jeden Fall ziemlich gut. Und ich möchte auch schneller sein als sowas wie die Schneeflocke. Das könnte auch ganz nice sein. Und ja, ich bin halt auch schneller als Meluetta. Und falls er einen Scarf Meluetta spielt, dann bin ich auch schneller als das. Dementsprechend passt das. Apropos Meluetta oder generell Special Mons oder die Schneeflocke, die hier ziemlich gut ist. Spezialdefensives Gegenstil ist hier mega wichtig, weil Meluetta kann scary sein. Und da ich halt den mit spezialdefensiven Variante hier Wallow und auch die Schneeflocke hier nichts gegen mich machen kann, weil ich halt Steel-Type bin und so, ist die halt recht wichtig. Und ich kann halt wieder Status spreaden. Ich muss gucken, dass ich den nicht verliere, weil, ja... Der ist schon ganz relevant, weil ich halt sonst keinen Eisschüssel habe und Meluetta halt mit Psychics auch durchgehen kann, weil ich sonst, bis auf Kadabra, I guess, keine Psychic Resist habe. Ja, muss man auf jeden Fall gucken, aber da ich Regenstil habe, sollte das kein großes Problem sein. Dann habe ich Rotom, diesmal ein bisschen sehr defensiv aufgebaut. Ich öffne mal den Gegner hier. Ja, das Ding ist halt, ich möchte von Napoleon tanken, dann möchte ich auch reinkommen können. Weil Napoleon könnte super, super scary sein, deswegen hier brauche ich so ein spezialdefensives Rotom. Generell ein bisschen gegen Electivire bin ich ein bisschen dargestellt. Ich tank, glaube ich, auch ein Close Comment von Terrakion. Ist die Idee und auch ein Outrage von Salamence. Ist einfach ein bisschen dafür da, damit ich hier ein bisschen bulkier bin und halt mit Voltage kriegen. Momentum Leaf Storm ist ganz nice, HP Ice gegen Salamence und Discharge. Einfach nochmal die Para maybe kriegen und macht auch ein bisschen mehr Schaden gegen Napoleon, weil ich da nicht unbedingt raus möchte. Ja, und da ich sonst keine Wallow habe, warum muss ich das auch so spielen? Dann habe ich Chopsy, mein Agiops. Das ist wieder Acrobat, weil natürlich einfach eine krasse Nuke ist oder schnellste Mon auf dem Feld. Dann Earthquake, um halt alles zu treffen, was von Acrobatics nicht getroffen wird. Dann habe ich noch die Blocks drauf getan, die HP Grass wegen Morlord. Dann haben wir Obama, unser physisch-defensives Hariyama. Es reimt sich, deswegen habe ich es genommen. Das ist tatsächlich nochmal wegen Brutalanda, weil wir tanken tatsächlich auch, wenn er auf plus 1 ist, ein Outrage. Und das ist halt so der Sinn ein bisschen dahinter. Und ich glaube, wir tanken auch zwei Scarf-Outrages oder sowas. Ja, ich wollte einfach dagegen nochmal wissen, was haben. Und Guts ist halt ganz nice, damit ich halt maybe in den Polen reinkommen möchte. Weil ich finde ihn super scary, auch wenn er so eine offensive Variante fährt, aber auch defensiv mit Scald. Und dann kann es sein, dass der hier mal reinkommt. Und dann möchte ich halt nicht geburnt werden, nichts mehr machen. Klar, ist Fake-Wert natürlich nice. Aber ich dachte mir, wenn ich Regis hier habe, muss ich nicht unbedingt gegen Cryogonal dann noch einen zweiten Jack haben. Und das Ding ist auch, er hat noch Flamar als anderes Mod, aber... Der ist halt, ja, I don't know, der wird halt von viel Mods speedet und auch geworden. Ich weiß noch nicht mal, ob der Flammende zumindest hat, diese Gen. Dementsprechend ja, ich glaube, Hariyama sollte hier auf jeden Fall fein sein. Mit Guts ist halt einfach nicer, falls ich in Status reinkomme. Und dann nochmal Toxic, falls ich irgendwas predikte und irgendwas Defensives reinkomme, wie zum Beispiel Morlord.
Dann sollte es auch passen. Und Dasmond habe ich lange überlegt, ob es Ditto ist, aber ich habe mich jetzt gegen Yennefer Gandalf entschieden. Weil das Ding ist halt, der ist halt mal schneller als einiges und kann halt von Salamence und Terrakion auch einen Hit tanken. Psyche macht halt eine Menge Schaden. T-Wave, falls er mal DD-Salamence spielen würde, kann natürlich auch Ditto nehmen. Deswegen glaube ich sowieso nicht, dass er DD spielt, weil das wäre halt schlecht für ihn, wenn er DD und ich kopieren, gewinnen dann einfach. Also dementsprechend, das passt schon. Mit Recover war so meine Idee. Warte, ich öffne mal ganz kurz. Das Ding ist halt, er hat so ein paar defensive Mons, wie zum Beispiel Weezing. Da kann ich dann auch in den reinkommen, dass er dann besser, ein bisschen besser als Silver. To be honest, ich habe keinen so geilen Switch in Weezing. Im Kadabra kann ich dann reinkommen, maybe macht er noch mal 50%, dann kann ich recovern. Und dann bin ich immer noch zum Sash, kann immer noch den benutzen. Das ist halt so ein bisschen die Idee hier. HP Fighting ist dann wegen dem Empoleon. Und trifft auch das Meloetta, I guess, aber ja. T-Wave ist hier der Utility-Move. Und ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal tatsächlich direkt zum Kampf und gucken einfach mal, was er mitnimmt. Er nimmt die Schneeflocke mit. Ja, das war, ich erwarte, möchte die Rocks preventen. Sollte aber kein Problem sein. Brutalander und Terrakion seine beiden höchsten Picks. Ja gut, das war klar, dass er seine geballte Offensive mitbringt. Empoleon, der ist natürlich super bulky. Meloetta, das schmerzt mein Herz, aber der ist natürlich super, super cool. Dementsprechend, da muss man gucken. Und tatsächlich Morlord, ja, Morlord sollten wir jetzt nicht ändern können. Vermutlich möchte da halt, hatte ein bisschen Angst wegen Ioptics. Aber ich dachte mir halt jetzt so, okay, ja, lieben wir einfach mal mit Lando und sollte kein großes Problem sein. Und wir sehen tatsächlich schon den Lead mit der Schneeflocke. Und tatsächlich habe ich mir jetzt ein bisschen gedacht, ich könnte drin bleiben, ich bin hier gescarft. Aber ich dachte mir, okay, er wird probably switchen, weil er Angst haben muss, dass ich Scarf bin. Oder er ist Scarf. Und ich dachte mir, okay, wenn er Scarf ist und Ice Beam drückt, dann da. Ich habe extra gekillt. Und da ist eventuell nicht so ein geiler Play drin zu bleiben, wenn das Scarf sein könnte. Also dachte ich mir, okay, ich habe Registier, ich kann den reinwerfen. Also wechsle dich aus, mach nicht den Madman Play und zack mein Lando Turn 1 und wechsle Registier. Und dann, ja, der kann mir halt nicht viel machen. Der kann Toxic einsetzen. Ja, aber Ice Beam sehen wir jetzt gleich, wie viel Schaden das macht. Das ist natürlich alles gar kein Problem. Ice Beam kommt und das macht tatsächlich, ja, nur so viel Schaden. Aber er kann doch was machen. Er kann mich freezen. Und das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Registier brauche ich. Und jetzt denke ich mir so, ja, also eigentlich muss sie jetzt versuchen aufzutauen. Das ist schlecht. Und tatsächlich wechselt er Meloetta und das ist fein. Da gibt er mir noch ein paar mehr Turns versuchen aufzutauen. Also versuchen wir aufzutauen. Ich meine, ich krieg Lefties und es ist fein. Wir sind wieder voll. Und ich meine, maybe kann ich jetzt auftauen. Ich meine, 25%, das kann passieren. Urgesang kommt. Vielleicht ist er ein Pirouettenform Meloetta, was... Na okay, ich drücke ab dem Punkt aber tatsächlich T-Wave, was halt nice ist, weil wenn wir jetzt durchkommen, der geparat ist, dann ist er fast kein Threat mehr und das ist natürlich mega, mega nice. Und ja, leider tauchen wir nicht auf. Und das ist sehr schlecht, weil den brauchen wir und ich möchte jetzt eigentlich nichts reinwechseln und hätten ja eigentlich gestartet, aber er hat jetzt Free Setup bekommen und mir ist ja klar, dass Lando recht obvious ist, deswegen bleiben wir trotzdem versuchen halt aufzutauen und irgendwie muss das ja was. Also das Ding ist halt, komm, Registeel, du musst doch einfach irgendwann mal, nein, Registeel, komm schon. Also ich dachte mir jetzt auf den Punkt, probably tank ich einen Hit. Und ich dachte mir halt, ich muss irgendwann auftauen. Das Ding ist halt, von Kraggle macht das nicht so viel Schaden. Wir sehen ja Drain Punch, da tank ich ihn, deswegen versuche ich diese Tonne aufzutauen. Werde dann probably switchen, weil ich brauche mein Registier noch Registier died. Mein Registier died, weil der wird gecritted und gefreezed. Ja, das ist schlecht. Das ist schlecht, weil jetzt ist plötzlich Kraken, ne? Gigantisch problematisch. Wir haben halt Sash Kadabra, den wir können mal reinwechseln, aber das gefällt mir irgendwie nicht. Weil, genau, eigentlich kann ich ihn jetzt halt mit Psyche killen, aber der wird natürlich rauswechseln. Und ja, das ist einfach schlecht. Er wechselt mal seinen Kraken und das verstehe ich nicht, weil, ich meine, hätte ich hier T-Wave für du wärst mega nice, weil es probably ab dem Punkt Scarf und der geht T-Wave so gut. Es wäre so gut. Jetzt kommt der Spezial-Dev-Drop, was auch schlecht ist, to be honest. Weil jetzt hätte ich einen T-Wave wollen, aber jetzt wechselt er raus, weil ich deite durch den nächsten Psyche. Das macht mich noch unglücklicher, weil den hätte ich jetzt auch super gerne T-Wave. Aber nein, jetzt wechselt er raus, natürlich in den Polion. Ah, jetzt kommt natürlich die T-Wave, aber ja, leider auf dem Polion. Jetzt habe ich halt ein Problem. Bei Kadabras Sash muss ich keepen. Weil, to be honest, der Ice Beam ist super scary. Und ich brauche meinen Kadabra für zu viel gerade. Und der muss auf jeden Fall den Sash keepen. Also deswegen, Kadabra muss hier raus. Ich meine, ich habe meinen Rotom. Der kann ja auch safe reinkommen. Das ist fein. Vielleicht kriegen wir mal die Paare. Dann wird nicht alles angenehm. Das wäre nice. Aber nein, die Lichtkanone kommt tatsächlich, was ich nicht ganz verstanden habe. Aber es ist fein. Ist resisted. Dementsprechend sollte nicht allzu viel Schaden machen.
und das tut es auch nicht, sind natürlich spezial defensiv, kriegen jetzt ein bisschen Lefties und das ist dann natürlich fein. Ja, wir können jetzt einfach mal einen offensiven Move drücken. Das Ding ist halt, er hat zwar eine Elektrosis, aber das ist halt sein Morlord, dementsprechend passt das. Drücken wir einen Ladungsstoß, soll so um die 50% mal kommen, halt darauf an, was er für ein Investment, aber wir sehen, das macht tatsächlich so um die 50% und killt ihn das nächste Mal auch, was ja nice ist, das heißt, in Polen ist was down. Drückt tatsächlich den Surfer, er ist probably in Torrent Rage, kriegt jetzt noch den Water Gem dazu und das ist natürlich ein bisschen strong, leider keine Paare, aber na gut, mein Glück war sowieso bisher noch nicht so gut, und ja, das macht natürlich jetzt eine Menge Schaden mit Server. Kriegen aber immer ein bisschen Lefties. Aber ja, unser Rotom, ja, wird schon angechippt. Aber das ist okay, weil Rotom ist halt für Empoleon da. Leider haben nicht alle Monster Jungle gemacht. Ich guck dich an, Ries. Du wurdest einfach gefreezed und gecritted. Was will man machen? Was will man machen? Ja, ich meine, immerhin Empoleon died jetzt. Das ist halt immerhin was. Und das nehmen wir jetzt auch einfach mal. Man muss ja irgendwas mal nehmen. Ja. Frage ist natürlich jetzt, was macht er? Er hat immer noch das, gute Kryogonal. Entscheidet sich aber für El Cid und das ist sein Terrakion. Ich meine, der kann einfach reinböllern. Ich habe halt überlegt, drückt jetzt HP Ice, weil er Lando predicted, aber dachte ich mir so, na. Weil HP Ice killt er ab dem Punkt dann nicht mal Rotom und nee. Nie im Leben. Drückt auch deswegen Nahkampf. Machen wir gut. Wir können nicht. Ich darf nichts abwerfen. Wir sind so behind, weil wir einfach jetzt so viele Probleme haben mit Meluetta und mit Krogan. Wir dürfen hier nichts abwerfen. Deswegen, ja. Er nur nimmt halt ein bisschen Schaden, aber das ist okay. Wir sehen zum Glück, dass er live up ist. Das heißt, wir wissen, dass wir jetzt schneller sind und müssen jetzt tatsächlich auch, ja, offensiv spielen. Deswegen drücke ich jetzt hier auch die Captain. Zum Glück wechselt auch. Der wäre jetzt drin geblieben. Oh boy. Aber wechselt Naga. Naga ist sein Brutal Landam. Wir sehen tatsächlich, dass er nicht den bedroht. Das heißt, er ist Moxie. Und das fand ich schon mal ein bisschen krass, weil Moxie ist böse. Weil ich denke, ab dem Punkt, der ist Scarf, der muss eigentlich Scarf sein. Wenn er Moxie von Ditto kopieren lässt, hat er ein richtiges Problem. Dementsprechend denke ich halt so, okay, er muss Scarf sein. Aber das Ding ist halt, Scarf ist ganz recht nice, weil wir haben halt Hariyama. Und er tankt halt ganz gut von dem. Aber er trägt den Drachentanz. Und da war ich ein bisschen tilted im Kampf, weil der sieht im Matchup, dass ich Ditto habe. Und er bringt Moxie Dragon Dance Elements, so als will er gesweept werden. Das hat mich ein bisschen, ich war ein bisschen genervt. Ich dachte aber, hier drücken wir mal Toxic. Das ist jetzt ein bisschen, ja, dumm gelaufen, weil, ja, er ist natürlich drin geblieben. Aber wir haben ja immer noch Fist der Fariyama, der tankt halt immer noch. Ist ein bisschen schade, dass wir ihn andamagen lassen, aber wir haben nicht irgendwie eine andere Wahl. Deswegen, ja, können wir jetzt Ice Punch drücken. Drück jetzt auch den Wutanfall, macht natürlich eine Menge Schaden. Sind aber Fist Death immerhin, das heißt, wir tanken auf jeden Fall einen, außer er crittet. Das wäre natürlich schlecht, aber na gut, was will man machen? Die KP gehen runter und runter und runter, aber wir haben den Ice natürlich. Der kommt jetzt auch, er ist getoxic, das sollte fallen sein. Und wir sehen, er hat tatsächlich die Antibäre. Ja. Ich finde es immer noch krass, dass halt wirklich die gegen mich bringen. Ich sollte einfach mal Ditto bringen. So, die Leute haben anscheinend keine Angst davor. Das große Problem ist halt, Hariyama ist halt jetzt angechippt, was halt echt schlecht ist, weil der könnte eventuell von ein paar Monstern noch einen Hit tanken, aber so sieht es halt schlecht aus. Ich habe Schutzschild, was da recht nice ist. Das heißt, ich kann halt jetzt eine Turn stallen. Das heißt, maybe died er nicht toxic, wenn wir Glück haben. Es sah jetzt nicht ganz so aus, aber man weiß ja nicht genau, wie die Rolls hier sind. Blocken einen Wundernfall. Und das nice Ding ist halt, er ist verwirrt. Das heißt, er kann sich sogar jetzt auch selber treffen. Und ja, das heißt, tatsächlich muss ich jetzt eins bekommen. Entweder ich kriege einen Double Protect oder er trifft sich selber. Und das ist halt, also ich glaube, zweimal 50%. Ich glaube, diese Gen ist noch Protect 50%, Confusion 50% ist das eine. Davon müssen wir kriegen. Drücken Schutzschild und kriegen das auch. Und das ist fein. Zweimal 50-50 und davon einen zu kriegen, ist komplett fair. Und dementsprechend, ich meine, bisher waren wir ziemlich unlucky, aber hier haben wir zum Glück, ja, wurden wir zum Glück nicht gelackt. Na gut. Aber oh well, ja. Immerhin da jetzt hier Naga. Das ist immer ein was, aber ja, unser Hariyama ist low. Das gefällt mir nicht, weil, ja, ich habe ja von den Ice Wizards geredet und die sehen aktuell super aus. Super aus. Ich brauche halt tatsächlich mein Kadabra. Und jetzt überlege ich, was mache ich gegen den? Ich habe auch keinen Switchen in den. Und der drückt jetzt Psychic, hat tatsächlich auch einen Special Move. Und ja, ich muss hier meinen Hariyama sacken. Ich habe keinen Switchen. Ich könnte maybe in Rotom gehen. Das wäre vielleicht ein Play gewesen, aber ich dachte mir, den brauche ich vielleicht noch, um das Modell abzuhauen. Deswegen dachte ich, ja gut, gehen wir in den. Ich kann jetzt immer in Chopsy gehen, das ist mein Aeroptex, und kann jetzt halt mal ein bisschen Pressure aufbauen. Weil mit dem Flying Gym Acrobatics kriege ich hier ab dem Punkt den Kill. Und ich muss Pressure aufbauen. Ich kann jetzt hier nicht einfach defensiv spielen. Deswegen drücke ich jetzt hier Flying Gym Acrobatics, so mal was rein. Er geht im Modell, aber das ist fein. Wir haben halt auch die Kraft, so sehr wir dagegen noch.
Das heißt, gegen Genel hätte ich vermutlich sogar wirklich Rotom Apfel. Rotom wäre besser gewesen in Retrospektive, muss ich sagen. Ja, die Flying Gym Acrobatics kommen, DKP gehen runter und runter und runter und runter. Und er died einfach. Und das hat mich gewundert, weil das war kein Crit. Und ich hätte nicht gedacht, dass er einfach died. Aber es ist wohl einfach Optics. Der died einfach. Das ist okay. Jetzt wechselt er bei einen Beluga. Und jetzt habe ich ein Problem. Weil irgendwas muss ein Ice Move tanken. Und nichts möchten Ice Move tanken. Ich meine, ich brauche Rotom nicht mehr, deswegen sage ich den jetzt hier. Ich hätte probably aber Hariyama keepen können, weil der nur einen Hit tanken können. Ich meine, jetzt hätte ich auf den Poke probably eh Hariyama gesackt. Ja, hätte vermutlich nichts geändert. Aber ja, gut. Der Deck muss halt einen Kill claimen und ich muss einen Kadabra gehen. Ich habe keinen anderen Play. Nichts tanken, als ich habe Lando, ich habe Eier Optrex. Ja, das wird einfach nichts. Ja, wir gehen in den Kadabra. Ich habe die T-Wave, ne? Ich habe realistische Chancen. Naja. Deswegen, er geht jetzt in El-Cid. El-Cid ist ja, wie wir schon gesehen haben, sein Terrakion. Was ich nicht ganz verstehe. Weil, to be honest, ja, der died halt einfach. Ich kann ihn als T-Waven. Ich habe überlegt, ob er Quick Attack hat ab dem Punkt. Weil, wenn ich mein Sash gebrochen mit Quick Attack, gewinnt er einfach, weil er Ice Beam spammt. Aber ich dachte mir, ich muss das Risiko eingehen, ist auch geparat. Und zum Glück hat er nicht Quick Attack und drückt das nicht. Das heißt, die KP gehen runter und runter und runter und died er. Ja, wenn er offensiv ist, dann died er auch. Wenn er Max HP ist, eben schwingen. Ja, der died. Ja, und das ist halt nice. Das heißt, wir kriegen ein bisschen Momentum, haben halt ein paar Mods gekillt, geht aber an Cleopatra. Und jetzt hat das große Problem. Ich muss den T-Waven. Ich habe keinen Switchen. Und das Ding ist halt, wenn er jetzt Speed bekommt, kann ich nicht One-Shotten mit Superpower. Er hat Ice Punch und killt meine Aeropteryx, killt alles sonst. Ich muss ihn jetzt T-Waven. Ich muss hoffen, dass er geparat wird. Dann kann ich wechseln, aber er kommt durch und kriegt den Ice Punch. Ich muss halt einfach hoffen, dass ich ein Parer ab diesem Punkt. Weil wenn ich einen Aeropteryx wechsle, dann die ich halt durch Ice Beam. Also dann died er Aeropteryx und ich verstehe nicht, warum hier Ice Punch drüber ist. Er hätte jetzt einfach den Norman Move drücken können, weil Lando kann ihn nicht killen, weil ich habe keine Superpower. Das heißt, entweder Lando died oder Aeropteryx died, aber ab dem Punkt ist halt wurscht, weil alles andere tatsächlich gewinnt. Aber es wird einmal gepaart, das heißt, es ist schon mal fein. Vielleicht, wenn ich noch eine Genesung kriege, bin ich in Sash Range, das heißt, May wird es was. Ich möchte, dass er langsamer ist, dann wäre ich probably Lando gegangen, maybe Aeropteryx, wenn er sich entwickelt, das wäre halt nice gewesen. Aber er kommt jetzt wieder durch leider mit Ice Punch. Ich muss halt aktuell auf die Odds gehen, ich habe keinen anderen Play. Wenn ich in Aeropteryx gehe, wenn ich in Lando gehe, dann verliere ich einfach. Und jetzt ist das Problem, ich werde gefreezed. Ja. Ich mein, I guess es ist nicht, es passt, ich komme nochmal durch. Ich muss halt hoffen, dass ich zum Sash Range komme. Das ist halt mein Plan. Er muss zweimal gepaart werden, es ist halt doof, aber ja, weil wir so gehext wurden, müssen wir jetzt hoffen, dass er auch mal ein bisschen Pech kriegt. Aber nein, er kriegt jetzt einen Ice Punch und vom letzten Damage, wie wir gesehen haben, das sieht nicht gut aus von der Damage Range. Die KP gehen runter und runter und ja, das ist leider nix. Und der Gandalf geht auch nicht. Ich gehe in Danu, weil wir haben U-Turn. Ich muss auf den Punkt hoffen, dass er doch irgendwie nicht Scarf Schneeflocke ist. Weil U-Turn kann Tyrion sind killen. Also Schneeflocke. Und wir können halt ihn jetzt U-Turn, dann died er halt mit der nächsten U-Turn. Also ich guess fine. Es müssen halt die Aeropteryx sacken. Aber das ist okay. Und ja, ich meine, wir sehen hier, wie viel Damage er macht. Eigentlich hätte er jetzt auch hier transformieren können, weil er hätte ich halt Earthquake drücken können, hätte ich eh verloren. Aber, you know, aber wohl, na, jetzt wechsle ich in Aeropteryx. Also, probably jetzt nicht mehr, aber, yeah, whatever. Ich gehe in Aeropteryx, er drückt den Icy, ist auch fein. Ja. Macht doch gar nicht mehr so schlechten Schaden, bringt mich halt runter und runter und runter. Und leider ein Defeat ist strange. Aber das mattert noch nicht mal, weil ich werde eh wieder gefreezed. Und bleib auch gefreezed. Und dementsprechend, er wird aber geparat. Also, I guess Justice hier. Es mattert aber halt alles nicht. Weil klar, ich werde aufgetaucht jetzt hier und Akrobatik kommt, aber you know, whatever. Das Ding ist halt, Registeel hätte auftauchen müssen. Und ja, leider died auch nicht knapp, kommt durch in Aeropteryx died. Das heißt, ich kann mich auch noch nicht mal entscheiden. Ich meine, mattert nicht, wenn er eh Scarf ist, dementsprechend. Ja, ich kann halt jetzt in Lando gehen. Er hat noch die Schneeflocke, er hat noch Meloetta. Und wenn ich tatsächlich die Schneeflocke, also wenn die Schneeflocke nicht Scarf ist, dann gewinnen wir. Wenn sie Scarf ist, dann verlieren wir. Es ist aber ab dem Punkt denke ich mir halt, okay. Also so wie es spielt, wird das Gas sein. Wir müssen halt hoffen. Ich habe überlegt, Steingarne drücken, aber nee, ich habe mal gekillt, Kelvin killt die Schneeflocke ab dem Punkt, dementsprechend ist das fein und ja, es kommt mir jetzt auf an, ist er Scarf, ist er nicht Scarf, maybe ist er modest und langsamer mit Scarf. Who knows, Beluga kommt rein und ist er schneller, ist er, ja, ist natürlich schneller. Ja, und wir verlieren das Game ab dem Punkt, was
Ich weiß ja nicht, was wir viel anders hätten machen können, to be honest. Das Einzige, was ich mir überlege, ist halt, dass wir. Also, meine Idee war, ist maybe ein bisschen, dass wir Regis wieder trotz Freeze-Keepen hätten müssen und dann trotzdem in Ice-Beam reinwechseln und dann maybe so Chancen gehen. Aber der kriegt halt immer eine Freeze-Switchen und kriegt einfach Momentum und gegen Ende ist das einfach nur ein Problem. Ich hätte dann Regis hier gehen müssen auf der Schneeflocke und immer rausdoppeln und das ist einfach. Ich weiß nicht. Wir wurden halt gelackt, das Game. So ein, da kann man nichts anderes sagen und ja, das ist es einfach. Ich wollte aber noch ein bisschen darauf eingehen, warum ich halt nicht rausgehen konnte in der Situation mit Meluetta und Kadabra. Als Kadabra, Kadabra, Archeops und Leno da waren und Meluetta und die Schneeflocke. Also gut, was ist das Ding, wenn ich rauswechsel? Wenn er tatsächlich, also was meine Idee war, was er machen wird und machen muss, die Pirouettenform annimmt, ist er schneller als Ioptex. Das heißt, wenn ich Ioptex gehe, dann died er einfach durch Ice Punch. Ich habe auch keinen Switchen und Kadabra ist auch nicht langsamer. Deshalb, den Punkt verliere ich in Mon. Wenn ich an Ioptex gehe. Und wenn dann halt ich Ioptex gehe, der Ice Punch mich killt, dann ist halt die Frage, was mache ich danach? Dann kann ich Lando gehen, aber ich one-hitte ihn nicht. Und ab dem Punkt died dann auch Lando. Dann habe ich noch Kadabra, der wird angehittet. Dann ist eigentlich wieder dieselbe Situation mit Recover-Spam. Dementsprechend, das lohnt sich einfach nicht. Ich verliere nur Mons und gegen Ende, ja, selbst wenn ich Recover-Spam, lohnt sich halt einfach nicht. Weil dann ist dasselbe mit der Schneeflocke und ich kill die Schneeflocke halt auch nicht mit Psyche, wie wir gesehen haben. Ist einfach nicht der Play. Schneeflocken muss ich gegen Ende paaren. Das ist so mein Win-Konten. Was hinten halten. Was ist, wenn ich Lando gehe? Wenn ich Lando gehe auf dem für der Verwandlung, ist halt immer noch das Problem. Ich kill nicht mit EQ, das heißt ich drücke EQ, Lando died. Dann kann ich nicht Aoptex gehen, muss Kadabra gehen, der hittet mich an. Wieder T-Wave-Spam. Hoffen, dass ich Recover krieg. Ja, es ist einfach immer dieselbe Situation. Ich muss T-Waven, hoffen, dass ich Recover kriege. Warum muss ich Recover spam? Ja, einfach wegen der Schneeflocke. Weil wenn die Schneeflocke tatsächlich... wenn ich nicht Max HP bin, dann die ich einfach durch den Ice Beam. Das heißt, mein einziger Weg, diese Schneeflocke zu bieten, war halt, Kadabra mit Sash zu behalten. Und das habe ich nicht bekommen. Er hätte, to be honest, als ich das Meluetta T-Waved habe, das erste Mal, als er geice-punched hat, eigentlich eine Schneeflocke wechseln können und Ice Beam können. Dann hätte er einfach safe gewonnen, weil ich drücke da nie T-Wave, muss halt Recover drücken und dann ist over. Aber hat er nicht considered und hat mir die Möglichkeit gegeben, dass ich ein Para fische, I guess. Aber hat ja geworkt, so dementsprechend, was will ich sagen. Ja, und das lief einfach nicht gut. Also das ist meine Idee, ich musste halt hoffen, dass ich in Para, dass halt Kadabra lebt, dann wäre ich in Hauptzeug oder Lando gegangen, kommt halt drauf an. Und hätte dann mit den beiden versucht, mir Leute entweder zu killen oder in die Rage zu kriegen, dass er halt durch mein Kadabra died. Ich dachte halt die ganze Zeit, dass er halt, er musste ab dem Punkt halt irgendwie ja auch, also das Ding ist halt, wenn er Ice puncht auf der Optix und sich nicht entwickelt, dann bin ich halt schneller und kann damagen. Oder halt Ice puncht auf Lando und dann U-turn ich einfach und dann kann ich halt in der Optix gehen und das ist halt das Problem, dann Ice puncht Lando probably killt noch nicht mal halt nach Intimidate. Und dann gehe ich halt durch U-turn in Ioptrix und der died dann auch nicht, dann kann ich den mal anschippen. Das ist probably dann sogar nicht mein Defeated Range, das heißt der died. Dann geht er in die Schneeflocke und dann killt er halt Ioptrix. Kann ich Kadabra gehen, Para, Psychic und Lando killt dann. So, dementsprechend verstehe ich nicht, warum er... Also gegen Ende, ja, Lando wäre probably der Play gewesen. Muss man jetzt gegen Ende natürlich retrospektiv sagen. Aber sein Play war halt nicht Ice Punch zu drücken. Ja, dementsprechend, mein Play war hier dann deswegen halt, weil ich gedacht habe, dein Play ist auf jeden Fall in Pirouettenform zu gehen, was es halt auch war. T-Wurf zu drücken in der Hoffnung, dass wir diese einen Para kriegen, haben wir nicht bekommen. Da haben wir halt noch die Chance, mit zwei Paras hintereinander zu kriegen, haben wir auch nicht bekommen. Ja, und wir mussten halt leider versuchen, mit Hex hier ein bisschen durchzukommen, weil wir halt so hart nach hinten geworfen wurden, indem wir unsere Regis hier verloren haben, sodass wir überhaupt in dieser Lage waren, dass die Schneeflocke so für sie machen konnte. Was halt unfortunate ist. Millette hat halt auch nicht viel machen können, weil er wollte sich ja gegen Regis hier transformieren, den hätte man da geparat. Dann hätten wir immer noch ein bisschen Probleme gehabt, aufs reinzuwechseln, weil er viel mehr manageable gewesen, weil er einfach langsamer als alles ist. Aber you know, was will man machen? Das lief einfach nicht gut, haben super, super viel Pech gehabt und ja, war deswegen leider kein so schönes Game. Gut, wir sehen uns dann nächste Woche wieder in der PBA und natürlich in der GPL. Ich sag mal, bis dann und ciao.